Wenn ich der Musik kommt und es lacht. Ich bringe auch mit der Musik dann. Gerade geschafft. Ich habe Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Landesrat, geschätzte Herrn Klubobleute, Herr Landesamtsdirektor, geschätzte Kameraden, ich glaube, wir haben aus Anlass des Grün-Links-Ständchens für die Landesregierung den richtigen Tag erwischt. Ich habe schon den Mantel abgelegt. Jawohl. Es ist uns eine Ehre, dass wir traditionell in dieser Woche, wo der Frühling auch am Kalender beginnt, für auch ein bisschen aus Dankbarkeit für die gute Zusammenarbeit mit der burgenländischen Landesregierung dieses Frühlingsständchen spielen dürfen. Wir wissen alle, dass die Nachrichten das Bundesheer betreffend in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt so sonnig waren, wie der heutige Tag es ist, aber ich glaube, wir sollen das auch mit einem gerütteltes Maß an Ruhe und Besonnenheit entgegennehmen. Die Überlegungen werden schon stattfinden. Wir sollten Gelegenheit nützen, solange es sie noch gibt, und die Klänge der Militärmusik genießen und hoffen, dass das eben noch lange so bleiben darf. Ich darf seitens des Militärkommandos und der Soldaten der Garnison Eisenstadt einen guten Frühlingsbeginn wünschen. Und viel Schaffenskraft und viel Erfolg, und danke für die gute Zusammenarbeit. Militärkommandant, Herr Klub, liebe Klubobleute, Herr Landesamtsdirektor, Offiziere, Musiker, Herr Militärkapellmeister, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen, Frau Landesrätin. Wir freuen uns, dass eine Frau natürlich auch in der Mitte mittendrin ist und nicht nur dabei ist. Danke zunächst für den Frühlingsgruß. Und ja, der Herr Militärkommandant hat es gesagt, es ist Sparen angesagt, würde mir auch mehr Geld für das Bundesheer wünschen, um diese Aufgaben erfüllen zu können. Aber ich denke, dass eben gewisse Herausforderungen für Österreich im Augenblick sehr, sehr schwierig sind, vor allen Dingen das Finanzdebakel in Kärnten, das andere verursacht haben und diese Regierung ausbügeln muss, und die notwendigen finanziellen Mittel da zur Verfügung zu stellen, ist sicher schwierig, aber meine Einstellung ist bekannt. Im Bereich der Sicherheit sollte nicht übermäßig gespart werden, was im Augenblick der Fall ist, und deswegen halte ich das nicht für den wirklich guten Weg. Eine gute Nachricht soll man aber auch nachschießen, nämlich, dass wir letzte Woche die modernste Kaserne Europas eröffnet haben,
immerhin mehr als 46 Millionen Euro, die investiert wurden. Das ist nicht nur die modernste in Österreich, sondern das ist europaweit herzeigbar. Dort werden auch 800 Bedienstete maximal untergebracht werden können. Ist natürlich für südliche Burgenland eine sehr starke Belebung. Einerseits im Bereich der Sicherheit, andererseits natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, weil über die gesamte Umweltrentabilität eine große Wertschöpfung in der Region gegeben ist. Und ich habe in der Früh gesagt, bei der Eröffnung der Kaserne Güssing, die musikalische Umrahmung, da war die Garde anwesend, aber es war, unsere Militärmusik ist so gut, dass ich mir gedacht habe, das seid ihr gewesen. Also insofern ist es schon eine sehr, sehr hohe Qualität, sage ich auch dazu. Und ich freue mich und sage das auch bei der Gelegenheit, bei vielen Angelobungen, wo ich ja dabei bin, ist es immer ein sehr schöner, würdiger Rahmen und heute natürlich auch das Frühlingsständchen von der Militärmusik. Das ist eine exzellente musikalische Qualität. Zur Kaserne Güssing möchte ich auch noch sagen, es hat sich der Herr Militärkommandant und sein Team da wirklich auch massiv dafür eingesetzt. Also da muss man auch ein großes Kompliment hier im Burgenland an das Militärkommando machen und an den Militärkommandanten machen. Denn wenn man diese Nische nicht erreicht hätte, ich glaube, wir könnten jetzt sagen, es sind alle Ausbauten im Augenblick ad acta gelegt. Diese 46 Millionen, die würden wir mit größter Wahrscheinlichkeit aktuell nicht mehr bekommen. Also insofern war das gut und richtig, dass hier auch von Seiten des Militärkommandos, auch in Richtung des damaligen Verteidigungsministers Darabos, diese Kaserne ausgebaut wurde, genauso wie wir auch in Bruck-Neudorf bereits sehr hohe Millioneninvestitionen tätigen konnten, um auch den Soldaten des österreichischen Bundesheers gute Arbeitsbedingungen, Ausbildungsbedingungen zu ermöglichen. Und da darf ich mich bei dir, Herr Militärkommandant, sehr herzlich bedanken für dein Engagement in vielen Bereichen, nicht nur beim Ausbau der Kasernen, das Stichwort Katastropheneinsätze. Und ich möchte mich dafür bedanken, dir auch alles Gute wünschen, auch für die musikalischen Grüße. Und ich denke, dass wir diese Zusammenarbeit auch in diesem Jahr erfolgreich fortsetzen werden. Möge unser Heimatland von Katastrophen verschont bleiben. Das ist natürlich unser aller Wunsch. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es im Hintergrund unsere Einsatzorganisationen, als erstes die Feuerwehr im Katastrophenschutz, aber in weiterer Folge auch das österreichische Bundesheer haben. Herzlichen Dank, Herr Kapellmeister. Ich wünsche noch einen schönen Tag und alles Gute für die Zukunft. Regimentsmarsch. Herr Oberst, ich bedanke mich sehr herzlich und wir haben die Zugabe schon am Anfang festgelegt. Thank you.
Bravo.